Wir sind zurück bei einer weiteren Folge Watch Dogs. Mal gucken, ob wir jetzt hier unsere kleine Schwester rauskriegen. Ich weiß auch schon ungefähr wie. Du läufst jetzt dahin, Mädchen. Dann läufst du dahin. So, ich würde gerne alle Wachen hier sehen, die es hier gibt. Bei dem können wir Verstärkung verhindern. Bei ihm haben wir Verstärkung verhindern. Und jetzt müsste sie eigentlich sich schnell da rein bewegen. Weil ich ihn getötet habe. Ich glaube, er ist tot. Ich wollte das nicht. Sie ist einfach losgegangen. Der Typ hier muss sich mal verpissen. Hast du sein Gesicht gesehen? Er konnte es nicht glauben. Er hat mir gestern noch Decken gebracht. Lass uns umkehren. Wir können ihn noch retten. Nikki, hör auf meine Stimme. Nein, 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 bleib hier. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Okay. Ja. Shit. Shit. Jetzt, los! Gott, okay, los geht's. Oh, Mädchen. Vorwärts! Na gut. Los, schnell! Alles klar. Bewegung. Los, los, Kopf runter. Ich hab hier nichts. Ich geh da rüber. Oh shit, oh shit, oh shit. Bewegung. Ich geh los. Okay, los. Okay, bereit. Okay, jetzt. Los, los. Bewegung. Lauf zu diesem Auto. Steig ein und fahr los. Nicht umdrehen. Alles klar. Du bist in Sicherheit. Aber wir müssen dich und Jax aus der Stadt bringen. Ist Jackson okay? Oh Gott. Er sagte, du wärst tot. Er sagte, er würde mich töten. Wo ist Jax? Ich muss ihn sehen. Er ist sicher. Bei Yolanda. Fahr da jetzt hin. Ich treff dich. Hol Jax, bleib ruhig. Kein Handy. Lass ihn nicht mal sein Tablet benutzen, bis das vorbei ist. Was immer es ist, Aiden. Bitte. Bitte lass es sein. Hörst du? Lass es sein. Thank you.
Ja. Ich sag's jetzt mal so, wie es ist. Easy. Easy war das. Richtig easy. Glaubst du, Nikki wäre sicher? Glaubst du, es ist vorbei? Für Nikki ist es vorbei. Aber nicht für dich. Ich will dir nichts verderben, aber ihr bekommt Gesellschaft. Die Bullen haben gerade einen Tipp zum Rächer bekommen. Ist das nur ein Spiel für dich? Ja, sicher, es ist nur ein Spiel. Ich bin nur zum Spaß dabei. Du hast mich enttäuscht, Aiden. Wir waren Partner. Was wirfst du mir vor? Ambitionen? Ich werfe dir deine Gier vor. Ich muss los. Deine Heuchelei ist beeindruckend. Fahr vorsichtig, Partner. Die Cops sind echt heiß auf dich. Oh, shit. Ich ahne nichts Gutes. Packt eure Sachen zusammen. Ich komme und hol euch ab. Nehmt nur mit, was ihr wirklich braucht. Okay, Jackson und ich sind fertig, wenn du kommst. So, ich ahne nichts Gutes. Oh, meine hübsche Schwester abholen. Junge! Der Bandenkrieg geht weiter. In Rossi Freeman kam es erneut zu einer Schießerei. Die Eskalation erreicht ein beängstigendes Ausmaß, da die Banden nun Militärwaffen einsetzen. Bürgermeister Marshall hat eine Spezialeinheit in das Gebiet entsandt. Zunächst gilt mein Mitgefühl dieser von Bandenkriegen gezeichneten Gemeinde. Ich verspreche den Bürgern von Rossi Freeman, dass ihr Bezirk wieder sicher wird. Mit Hilfe des CTOS können die Behörden Gebiete aufspüren, wo viele Waffen gelagert werden. Eine Warnung an die Verbrecher. Ihr könnt euch nicht verstecken. Warum musste ich so ein langsames Auto klauen? Naja, besser wie gar keins, wa? So, ja, das war wirklich extremst easy. Bin jetzt mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Wir werden jetzt auf jeden Fall meine Schwester und den Kleinen abholen. Ich hoffe, dass nicht schon da mich irgendwas erwartet, was mega schwer sein wird. Obwohl, bis jetzt war eigentlich alles relativ easy. Ich verstehe nicht, warum beim letzten Mal eigentlich so vieles so schwer war. Ich glaube, das Spiel hat gecheckt, dass ich 2 Wochen nicht gespielt habe. Dass ich 2 Wochen nicht gespielt habe und wird sich gedacht haben, naja, dem Vollidioten, den machen wir es jetzt mal ein bisschen einfach. Damit das Einfachhalter auch einfach hat, so, ne? Weil einfach ist. Und ja. Ich habe mich so angestrengt, Nikki von allem abzuschirmen. Und jetzt hat sie jemanden getötet. Die ganze verdammte Stadt bricht unter uns zusammen. Ich bringe sie in Sicherheit, bevor es zu spät ist. Na komm. Yolanda sagt, sie hetzt dir die Polizei auf den Hals. Steig ins Auto, na los. Bist du reingelegt worden? Sag es. Ich hab ihn. Diesen Mörder. Ich weiß, wer er ist. Was? Nick, die Zeit ist knapp. Wir müssen los. Jetzt! Komm jetzt! Die ist hübsch. Falls ich es noch nicht gesagt habe. Unterstützung ist gleich da. Haltet durch. Jax, halt den Kopf schön unten. Ja.
sind Polizisten. An alle, eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Die Polizei, die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Nikki, hör zu. Du sagst nichts, wenn sie uns schnappen. Jetzt fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Stopp. Ja, ich weiß. Wollen wir alle gerne hören. Ich brauche aber einen Waypoint. Das macht doch keinen Sinn. Wir haben nichts zu verbergen, oder? Du bist das, oder? Du bist der Rächer. Das ist kompliziert. Check die Überführung. Ich habe das Gefühl, das wird gleich noch ein bisschen kompliziert. Ich glaube nicht, dass die Bullen uns so einfach entkommen lassen. Also alles aus den Nachrichten, die Morde, May Stadium, das warst du? Ein Hochleistungswagen hat die Verfolgung bereits aufgenommen. Oh Gott. Und seit ich weg bin, was hast du getan, um mich rauszuholen? Nur das, was ich musste. Okay, wir sind entkommen. Scheinbar sind wir doch easy. Also. Ja. Es gab mal eine Eisdiele in der Nähe. 101 Flavors. Alles, was ich kenne, ist in Chicago. Mein Zuhause. Und jetzt? Sollen wir von vorne anfangen? Ich dachte, die Dinge hätten sich geändert. Zu sentimental. Ich hoffte. Die Dinge werden sich ändern. Versprochen. Keine Versprechen mehr, Aiden. Wo sollen wir jetzt hin? Ich werde dich und Jax von hier fortbringen. Und was dann? Es ist vorbei. Für euch zwei. Aber für dich nicht. Schon okay, Jax. Hätte nicht so kommen müssen, aber haben wir eine andere Wahl. Ist alles okay? Weißt du noch, als wir Kinder waren? Und ich dir nachlief? Und du wolltest mich loswerden, aber ich hab's immer weiter versucht. Ich mochte deine Autos nicht. Oder Hockey. Und deine Freunde waren eklig. Ja. Ich bin dir gefolgt, weil ich dich vergöttert habe. So wie Jackson. Und ich habe nur gehofft, du würdest mich bei dir wollen. Doch irgendwann habe ich nur noch gehofft, dass du dich mal umsiehst. Ich kann nur sagen, es tut mir leid. Ach, süß. Aber jetzt folge ich dir nicht mehr. Ich weiß. Okay, Liebling. Verabschiede dich jetzt von Onkel Aiden. Kommst du nicht mit uns? Nein. Dein Onkel bleibt hier. Bye, Jax.
Ja. Das war ein wenig sentimental. Aber nur ein wenig. Wir müssen uns jetzt wieder an die Arbeit machen und Leute killen, glaube ich. Und ich hoffe, dass wir die zwei irgendwann mal wiedersehen. Dass es jetzt das wirklich nicht war, dass ich, also dass wir die Schwester nicht mehr sehen. Ich hab da was, das Licht auf den Typen wirft, den du suchst. Bist du bereit dafür? Wahrscheinlich nicht. Spiel's trotzdem mal. Ich will, dass Sie etwas für mich überbringen, Mr. Irak. Okay. Gibt's einen Namen und eine Adresse für den Job, Mr. Quinn? Branks und Pierce. Eine deutliche Warnung. Treffen Sie die Familie, wenn's sein muss. Sir, ja, Sir. Was haben Sie getan? Das geht Sie nichts an, Mr. Irak. Tun Sie das. Und ich lasse Sie dafür nächstes Jahr die Auktion leiten. Was für ein eiskalter Hurensohn. Verdammter Quinn. Das sollte nur ein schneller Job werden. Tag der Abrechnung, kein Problem. Scheiß Mafia-Boss. Ich hab dir nicht zu sagen, was du tun sollst, aber nur so am Rande. Quinn hat so ein Wohlfahrtsding am Laufen. In seinem Hotel, dem Merlot. Okay. Nikki wird nie zurückkommen. Ich hab sie aus ihrem Haus getrieben. Weg von mir. Aber sie ist sicher. Sie sind beide sicher. Ich weiß, ich könnte sie finden. Aber das werde ich nicht tun. Nicht mehr. Warum? Und jetzt Quinn. Lucky Quinn. Er ist an allem schuld. Er ist der Geist, den ich gejagt habe. Der Mann, der den Angriff befahl. Der mein Leben zerstörte und meine Familie. Es war Quinn. Jetzt wird er mir antworten müssen. Schöne Aussicht. Mit dieser wunderschönen Aussicht beenden wir auch wieder mal diese Folge hier. Und da bleibt mir nur eins zu sagen. Nein, fällt mir noch was ein. Mir fallen zwei Sachen zu sagen. Und zwar, das erste ist, ich hoffe und ich denke, wir werden die Schwester wieder finden. Und den Neffen. Weil ganz so gewissenlos und gefühlslos kann dieser Aiden ja nicht wirklich sein. Hoffe ich zumindest. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, eins, ein Däumchen, wäre ein Träumchen. Bis zum nächsten Mal.